Hallo und willkommen bei German Blinken Airgun Reviews. Heute mit einem kleinen Test zu dem Selbstverteidigungsgerät, was ich am meisten empfehle und auch selber seit Jahren tatsächlich immer dabei habe. Den Guardian Angel, in dem Fall hier dem Guardian Angel 2. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das Teil hat ja ein Verfallsdatum, wenn man so will. Hier habe ich stehen 12.02.2022. Das ist jetzt nur gut 8 Monate her, ne? Die Treibladung, das Ganze wird immer noch funktionieren. Das ist nicht wie bei einem normalen Pfefferspray, dass der Druck da irgendwie verloren geht und nichts mehr rauskommt. Das wird nicht der Fall sein. Das, was halt irgendwann nach vielen, vielen Jahren verfallen kann, ist halt der Wirkstoff, der dann nicht mehr so wirkungsvoll ist. Aber wir wollen das Ganze jetzt einfach mal testen. Wie gesagt, 8 Monate drüber. Ich habe mir jetzt neue besorgt, den Guardian Angel 4 mittlerweile. Der hat hier an der rechten Seite so einen Clip, dass man ihn auch verdeckt im Hosenbund tragen kann. Ja, Unterschied, hier ist jetzt so ein bisschen geriffelt. Insgesamt ist er ein bisschen dünner geworden. Das ist der Guardian Angel 2, das ist der 4er hier. Seht ihr, so ein bisschen ergonomischer. Kimme und Korn ist ein bisschen ausgeprägter als beim alten. Ich persönlich muss sagen, der alte 2er liegt irgendwie in so einer Männerhand auf jeden Fall ein bisschen satter. Weil das Ding natürlich auch geht. Aber so ein bisschen besser gefiel mir tatsächlich der alte. Gut, also ich habe mir 2 neue besorgt. Die sind jetzt bis 2028 haltbar vom Wirkstoff her. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, ob das Teil noch funktioniert. 8 Monate abgelaufen. Ich muss aber gleich dazu sagen, das soll jetzt, auch wenn es alles noch super funktioniert, haltet euch da an dieses Ablaufdatum, besorgt euch lieber, so wie ich jetzt, einen neuen, wenn es drüber ist oder deutlich drüber ist. Denn wenn ihr es in einer Gefahrensituation wirklich mal braucht und der Wirkstoff dann vielleicht nicht mehr diese Stärke hat, die er sollte, ist das natürlich ziemlich uncool. Also schon darauf achten und rechtzeitig neue besorgen. Genau. Dann schauen wir mal, ob es noch funktioniert. So, noch ganz kurz was zur Funktion, für alle, die das Ding noch nicht kennen. Wir haben hier so eine Sicherung, die drückt ihr raus. So, und dann ist der Abzug quasi freigegeben. Und dann habt ihr 2 Schuss. Ihr drückt also ganz kräftig durch, Abzugsgewicht sind 3 Kilo. Und dann geht die erste Ladung los, das ist eine Treibladung, die gezündet wird quasi. Und dann drückt ihr nochmal, dann geht automatisch die zweite Ladung los. Jeweils 6 Milliliter Wirkstoff sind da drin. Genau, und das Ganze wird mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h rausgeschossen. Bis 4 Meter zielgenau soll es sein, auch gegen Wind und so weiter und so fort, bei jeder Temperatur von minus 20 bis plus 80 Grad. Schauen wir mal. So, ich bin jetzt ungefähr 4 Meter von diesem Baum da entfernt und werde jetzt schießen. Achtung! Ja. Sieht das aus, wenn es abgefeuert ist. Der Abzug ist sonst hier vorne. Das hat alles super funktioniert. Hier seht ihr den Wirkstoff. Da habe ich getroffen. Es ist immer noch leicht reizend, wenn man in die Nähe kommt. Ich kann nur sagen, das Teil hat noch super funktioniert. Es ist mit richtig Druck rausgekommen auf die 4 Meter. Es ist nicht mehr ganz so heftig wie bei dem Test, den ich mal mit einem neuen Guardian Angel gemacht habe vor ein paar Jahren. Da bin ich dann in die Nähe gekommen von so einer Tür, auf die ich geschossen habe. Und da bin ich 2 Meter in die Nähe nur gekommen, dieser Tür, wo der Reizstoff dran klebte. Und ich habe schon keine Luft mehr gekriegt und musste tierisch husten und erstmal abbrechen. Das, so stark ist es jetzt hier nicht mehr. Das heißt, der Wirkstoff verliert tatsächlich an Wirkung. Kann man nicht anders sagen. Funktionieren tut es noch, aber guckt einfach, dass ihr rechtzeitig zum Ablauf dieses Datums, was hier aufgeschrieben ist, dass ihr das dann auswechselt, so wie ich es jetzt gemacht habe. Und ich werde meine neuen wieder immer dabei haben und hoffen, dass ich sie nie brauche. Und das wünsche ich euch natürlich auch. Bis zum nächsten Mal bei German Blinken Airgun Reviews. Ciao, Leute.